Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in den Lua Maya Schmuck-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, gefühlt bringt irgendwie jeder einen Adventskalender raus, jeder einen Schmuck-Adventskalender und ich finde es irgendwie ganz cool. Und ja, den habe ich für 169,90 Euro gekauft. Der ist mittlerweile auch schon wieder ausverkauft. Das war im August, glaube ich. Und deswegen habe ich auch gar keine Ahnung, welche Schmuckfarbe ich gewählt habe. Ich bin gespannt. Also, ne, es gibt wirklich viele Schmuck-Adventskalender mittlerweile. Damals war ja Pure Lay the one and only und mittlerweile gibt es ja so viele. Also, da gibt es ordentlich Konkurrenz auf dem Markt. Nun, lass uns mal zusammen hier reinschauen. Die Marke sagt mir ungefähr gar nichts. Ich habe den nur deswegen irgendwie mitbekommen, weil super viele von euch mir das per Instagram geschickt hatten. So, hey, guck mal, da ist ein Adventskalender. Willst du da nicht mal reingucken und so? Ne, ist immer ein bisschen schade, wenn die dann so spät versendet werden, wenn die so früh verkauft werden, weil dann habt ihr gar nicht die Möglichkeit zu wissen, was drin ist, aber so wisst ihr vielleicht fürs nächste Jahr Bescheid. Und ich starte ganz klassisch am 1. Dezember und weiß auch gar nicht, ob wir hier ausschließlich Schmuck drin haben oder ob hier auch vielleicht Füllprodukte drin sind. Wir haben das Ganze so eingepackt in Organza-Säckchen und wir haben hier dran auch wohl das Lua Maya Logo, was ich schön finde. Und das hier ist eine Kette, oder? Oder ein Armband. Also entweder kannst du das sehr wahrscheinlich als sehr enger Choker tragen. Wobei, das wäre sehr eng, oder? Warte mal. Nee, das wird gehen. Ein sehr, sehr enger Choker oder als doppel umgelegtes... Wow, tolle Formulierung, Claudia. Armband, ne? Das ist wirklich cool gemacht. Schaut so aus. Ist ein bisschen starrer. Also das ist wie so ein Draht. Aber ich finde, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und ich mag das irgendwie. Keine Ahnung. Also ich finde es fancy und ich finde es vor allem auch cool gelöst. Kannst du das dann mit allen Ketten, die so kurz sind, theoretisch machen? Bestimmt, oder? Am 2. Dezember fahren wir fort und haben, also wir haben hier auch More Self Love, Honey und so weiter draufstehen. Also es sind schöne Sprüche auch am Start. Süße Kreolen, die mir definitiv zu klein sein werden. Also das passt so nicht an meine Ohrläppchen. 100% water resistant und hypoallergenic steht hier drauf. Das ist schon mal sehr charmant, ne? Kleine Mini-Kreolen. Ja. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Ach, guck mal. Nee, das soll dann wohl wirklich die Kette sein oder doppeltes Armband, wie auch immer du möchtest, weil hier ist auch nochmal extra ein Armband zu der Nummer 1. Ich mag auch den Stil, ehrlich gesagt. Ich bin ja sonst nicht so der Fan von diesem starren, ne? So Schlangenketten und so, die sind mir meistens zu... Wie soll ich das sagen? Die Glieder, also diese einzelnen Glieder sind so komisch beieinander, dass es jedes Härchen greift, was dazwischen kommt. Und da ich mich jetzt nicht irgendwie von, keine Ahnung, Kinn bis Fußspitze rasiere, ne, und dann vielleicht auch mal Härchen am Arm oder im Nacken oder so habe, tut mir das manchmal einfach weh. Aber ich glaube, das hier kann ganz gut funktionieren. Bin aber jetzt nicht so der Armband-Fan, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Hä? Direkt hinterher? Nee, nicht direkt hinterher. Okay, da war ein bisschen Platz zwischen. Aber hier haben wir... Steckerkreolen oder Halbkreolen nennt sich das, glaube ich, dann, ne? Genau, die schauen so aus. Die sind dann schon ganz hübsch, das muss ich sagen. Ja, ist mal was anderes. Also klassisch, aber doch irgendwie was anderes, weil so platt gedrückt und breit hat man das sonst nicht drin in Adventskalendern und Boxen und so. Und ich kenne auch gar nicht so wirklich den Stil von Lua Maya. Es kommt mir aber alles sehr elegant und weiblich vor. Naja, ich habe noch 20 Kläppchen vor mir, ne? Der 5. Dezember. Okay. Hä? Hier habe ich zwei Anhänger drin? Warum? Zweimal der gleiche. Also entweder ist das ein Fehler oder das muss so sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das so Kettenanhänger. Sowas ist okay, ja, kann man mal im Adventskalender finden, aber ich brauche es jetzt nicht irgendwie ständig drin haben, ne? Dass wir da super viele Anhänger oder so finden, weil ich habe den Adventskalender ja nicht dafür gekauft, um... Wobei doch, du kannst es ja variieren. Du kannst ja theoretisch hier auch so einen Anhänger dran machen. Wahrscheinlich. Nee, kannst du nicht, weil hier ist ja dieses Lua Maya-Ding, ne? Wo man mal gucken, wo ich die dran machen kann. Ich habe noch gar keine Kette hier dafür. Vielleicht kann uns der Nikolaustag weiterhelfen. Nee, was? Och, nö. Also das möchte ich jetzt wirklich... Also, nö. Wir haben eine Haarklammer am 6. Dezember drin. Nö. Finde ich nicht schön. Auch von Lua Maya herzlichen Glückwunsch, aber so schön die auch ist, ne? Aber nicht am 6. Dezember, Leute. Die Nummer 7. Es ist Zeit für eine Kette. Gibt's nicht.
Nicht hier. Hier habe ich auch Kreolen drin und die finde ich ganz schön. Die sind so eckig und so gedreht. Ne? Das ist so ein Zopfmustermäßig, was ich ganz hübsch finde. Doch, die mag ich ganz gerne leiden. Ne? Das ist auch sehr schick und elegant. Das ist toll. Hätten sie wenigstens 6 und 7 tauschen können, oder? Weiß nicht. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Was bist du? Wir haben hier noch ein Armkettchen drin, glaube ich. Ja, das sind so zwei ineinander verschlungene Geschichten, was auch ganz süß aussieht. Kann man auf jeden Fall machen. Finde ich auch schick und edel, ne? Definitiv. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie lang bist du denn? Also es passt mir gerade so. Dann sitzt halt das Ganze leicht locker. Man kann es noch ein bisschen bewegen. Aber es ist jetzt nicht... Also, es sieht auch schön aus, wunderschön. Mag ich richtig gerne leiden, aber ich bin halt kein Armkettchen-Fan, ne? Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man halt solche Armkettchen hier drin hat und die halt dann vielleicht einfach nicht passen. Und deswegen wünsche ich mir einfach von den Herstellern, mach doch einfach dieses kleine Schwänzchen hier drin einfach mal so ein bisschen länger. Komm, ist das so schlimm? Weiß ich nicht. Also, einfach nur so ein paar Kettenglieder mehr? Da macht ihr so viele Frauen mit glücklich, glaubt mir. In der Nummer 9... dürfen wir uns über weitere Ohrprodukte freuen. Ah, bist du... Das finde ich immer schwierig. Also, habe ich auch schon in anderen Adventskalendern gesehen. Weil, also, wie sage ich das jetzt? Ich zeige euch den erstmal. Sieht extrem schön aus. Ne? Das sind zwei Stück, der andere liegt hier gerade auf meinem Tisch. Wunderschön, sehr filigran, Blinky dran und so weiter. Ne? Hinten hast du auch so ein Stäbchen, das sieht ganz hübsch aus. Aber du sollst dieses Stäbchen nehmen, das durch dein Ohrloch brokeln und dann dieses Viech da hinterher ziehen. Nee, ich habe das schon mal ausprobiert, als ich sowas auch schon mal in einem anderen Adventskalender drin hatte. Und ich habe wirklich so Schmerzen gehabt, so Schmerzen. Was soll das? Also, das tut doch weh. Das muss doch nicht sein. Nee, au. Au. Dann mach doch irgendwie, dass man das hier hinten aufmachen kann oder so. Dass man sich das so von vorne und hinten gleichzeitig durchstecken kann oder so. Aber das ist wirklich nicht so praktisch, muss ich sagen. Hoffentlich darf es in der Nummer 10 etwas schmerzfreier weitergehen. Wir haben hier, glaube ich, endlich mal wieder eine Kette. Wird aber auch Zeit, du. Mann, Mann, Mann. Eine auch wieder sehr kurze Kette, ne? Also... Du hast ja sehr kurzen Schmuck. Sehr kurz, also bislang auf jeden Fall. Die finde ich wunderschön, weil die halt so auch genauso wie das Armkettchen so verschwungen ist. Und ich glaube, das sieht hammerschön aus, weil auch die Goldfarbe mir sehr gut davon gefällt. Aber ich muss halt auch hier wieder sagen, das ist jetzt keine super lange Kette, ne? Also ich habe jetzt hier natürlich alles an Toch mit Haare und Mütze und so weiter. Aber die wird bei mir sehr, sehr eng sitzen. Ne? Und ich meine, ich habe jetzt keinen super dünnen Hals, keine super dünnen Handgelenke und so. Trotzdem wäre es wünschenswert, wenn die Firmen halt irgendwie das Ganze so produzieren würden, dass hier hinten einfach eine längere Geschichte dran ist. Das ist doch jetzt nicht so schlimm, oder? So meine Einstellung. Die Nummer 11. Auch hier wieder Anhänger. Aber wo packe ich die denn dran, sag mal? Ach, nee. Doch, die könntest du theoretisch an diese Mini-Kreolen dran machen, die mir ja nicht passen. Auch hier wieder, ne? Winzig kleine Kreolen. Mensch, das ist eher für kleinere Menschen gemacht. Und deswegen sind es auch zwei Stück. Wie sinnvoll ist das denn? Ja, das ergibt jetzt definitiv Sinn. Schön, dass ich das jetzt verstanden habe. Das hier sind Hexagons. Und da haben wir so ein Steinchen dran. Schaut so aus. Wunderschön, sehr schön weiß. Erinnert vielleicht auch ein ganz kleines bisschen entfernt an eine Schneeflocke. Und da hast du, wie gesagt, zwei Stück von. Du kannst das hier auch dran machen und das sieht auch gut aus. Doch, das geht klar, oder? Doch, doch. Jetzt habe ich es auch verstanden. Und dann macht es auch tatsächlich Sinn. Andere Firmen machen das so, dass die das einfach direkt an diesen Kreolen schon dran haben. Und dann kannst du halt selber entscheiden, lasse ich das dran, mache ich das ab. Und hier hat Lua Meyer halt gedacht, nun... wir sind vielleicht noch nicht so groß und deswegen machen wir das jetzt so, dass du da zwei verschiedene Kläppchen halt von hast, aber gut. Halbzeit, die Nummer 12. Ach guck, und hier haben wir minimal größere. Ja, das ist schon ein ganz kleines bisschen größer und halt auch schlichte Kreolen. Ne? Das sind wirklich sehr, sehr kleine. Ich glaube, selbst die würden mir vielleicht sogar zu klein sein. Ja, werden die, definitiv. Schade, Schokolade. Die Nummer 13. Ja, ist halt schwierig, ne? Auch bei Schmuck. Nicht one size fits all. Das ist immer ein bisschen so eine Sache.
Wir haben schon wieder. Warum machen die das? Das ist jetzt wirklich inflationär, oder? Also, jetzt tatsächlich schon das dritte Mal, dass wir hier so einzelne Hängeviecher haben für die Ohrringe. Ja, die sehen fancy aus, so ähnlich wie die aus dem Paul Valentine Adventskalender war das, glaube ich, ne? Und da haben wir dann für jedes Ohr ein so ein Hängevieh. Klar kannst du dann variabel das so wählen und so, aber nö. Die Nummer 14. Ja, auch in diesem Adventskalender dürfen Scrunchies nicht fehlen. Die finde ich aber recht hübsch, ne? Ist halt auch so pastellmäßig, ein mintfarbenes, minzig, genau. Und ein champagnerfarbenes Scrunchie. Ist schon süß, kann man machen. Die Nummer 15. Hier haben wir auch wieder Ohrprodukte. Und Ohrprodukt ist auch eine tolle Kategorie. So ähnlich wie die, die wir ja schon drin hatten, nur halt ein bisschen kleiner. Ne? Also da hätten die vielleicht ein bisschen kreativer sein können und das dann in einer anderen Richtung oder so machen, weiß ich nicht. Die passen übrigens sehr gut zu dieser Kette, wo du halt diesen Knoten, also diese Schlaufen hast, was dann ja auch quasi das Armkettchen ist. Das passt schon, das ist setmäßig, das ist gut. Die Nummer 16 ist sehr groß, was aber nichts heißt, weil drin ist einfach ein Schmuckstück. Und hier haben wir eine Kette, auch wieder eine relativ kurze Kette. Und auch da wieder, das finde ich aber schön, dass wir das Luamaya-Logo auch dran haben. Und die ist jetzt mal etwas gröber. Ne? Das ist auch sehr, sehr schick. Mag ich auch ganz gerne leiden, muss ich sagen. Ich gucke jetzt auch von der Länge her, dürfte das ähnlich sein wie bei den anderen Ketten. Nee, die ist ein bisschen länger tatsächlich. Ne? Also die ist so halblang, würde ich sagen. Ja, nicht ganz super eng ansitzend, auf jeden Fall anliegend vor allem, was ich ganz gut finde. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und dort haben wir auch wieder so Hängedinger drin. Ich nenne es jetzt einfach mal Ohrring-Ergänzungsprodukt. Ja, ist so ein eckiges Plättchen, was auch so ganz hübsch ist, ne, und dann auch wahrscheinlich schön strahlen wird. Jo. Wie seht ihr das denn? Möchtet ihr sowas in einem extra Kläppchen haben oder sagt ihr, für 170 Euro sollte das schon in einem Kläppchen zusammen mit den Kreolen sein? Also, ich finde das ganz schön frech, um ehrlich zu sein. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ein Schmuckstück. Und das ist sehr süß. Da haben wir einfach so Halbmonde. Ne? Die sind dann hier drin als Stecker. Auch wieder sehr klein, sehr filigran. Die Nummer 19. Schön finde ich auf jeden Fall die ganzen Sprüche, die hier drauf sind. I hope you feel beautiful today. Das sind halt einfach so Motivationsgeschichten. Jetzt machen die auch noch mit den Ketten weiter, dass du die Kettenanhänger hier auch noch separat bekommst. Ne? Okay. Was soll ich sagen? Kannst du dir entweder ein Armbändchen als Charm dran machen oder an eine Kette. Ne? Zum Beispiel an die, die wir jetzt hier eben schon drin hatten. Da mache ich das jetzt auch dran, weil die Kette wird nicht bei mir bleiben. Und da mache ich auf jeden Fall die Person, die das dann bekommt, glücklich, weil die dann nicht irgendwie zwei Tage dies und das drin hat. Also, Mensch, 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 Mensch. Muss das denn sein? Naja, auf jeden Fall hängt dann hier jetzt eine Sonne dran, was ich hübsch finde. Und dazu kann man dann zum Beispiel die Mondohrringe, die Ohrstecke ganz toll kombinieren. Ne? So, der Kontrast ist ja auch immer ganz nett. Die Nummer 20. Darf nicht fehlen, ein Earcuff. Hält bei mir nicht, weil ich entweder Mütze trage oder sonst irgendwie. Ja, ne, weiß ich nicht. Tragt ihr Earcuffs? Ich finde die immer ein bisschen schwierig. Die gehen bei mir halt immer irgendwie verloren und dann finde ich das schade drum, weil so ein Ding ist ja auch irgendwie 40 Euro wert oder so oder 30. Und dann ist es echt schade. Macht man sich halt oben an seinen Ohrvieh dran oder halt so von außen kannst du es auch noch dran machen, je nachdem wie deine Ohrform so ist. Ich feiere die Dinger nicht so. So, die Nummer 21. Ich finde, jetzt zum Ende hin sollte noch ein bisschen mehr Gas gegeben werden. Ne? Ja, wir haben jetzt hier auch passend zu der Kette, die wir eben drin hatten, noch das Armkettchen mit dabei. Das ist schön, das kann man auf jeden Fall machen. Dann kannst du halt variieren. Möchte ich hier diesen Hänger dran machen? Möchte ich das an meine Kette dran machen? Die Nummer 22. Ich wollte gerade sagen, es ist ein leeres Organza-Säckchen. Nein, es ist auch so ein weißes rautenförmiges Ding, was du dir dann an deine Kette dran machen kannst oder an dein Armkettchen. Musst du dann entscheiden, welche Kette du dann mit den Ohrringen entsprechend kombinieren möchtest.
So viel Auswahl haben wir nicht. Das heißt, du hast dann nur dieses Armkettchen, wo du dann sagen kannst, mache ich das dran. Mhm. Okay, oder du machst es an diese Kette. Ansonsten hast du hier auch keine andere Auswahl. Hä? Ja, gut. Puh, ja, okay. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend, hat noch ein Scrunchie mit drin, weil wir ja nicht eben schon zwei hatten. Was ist das denn? Also das ist jetzt Scrunchie Overload. So gerne, wie ich Scrunchies mag und so toll, wie ich dieses hier tatsächlich auch finde und wahrscheinlich sogar verwenden werde, das muss jetzt echt nicht sein. Also ich habe einen Schmuck-Adventskalender bestellt und möchte jetzt nicht in einem Schmuck-Adventskalender in zwei Kläppchen Scrunchies drin haben und dann noch in der 6 sogar meine Haarklammer. Und oh, ich bin schon ein bisschen, weiß ich nicht, mal gucken, was in der 24 drin ist. Die muss mich jetzt wirklich umhauen, sonst nee. Die ist schon mal sehr groß. Merry Everything and a Happy Always. Bisschen verknotet, fussel ich mal auseinander. Bei jedem Pups packen sie da diese komischen. Kettenknoten sind immer was ganz Tolles. Wenn du wirklich richtig Probleme mit Kettenknoten hast, empfehle ich zum Beispiel Vaseline oder einen Lippenpflegestift reinzuschmieren. Dann lässt sich das Ganze besser auseinandertüddeln. Och man, was ist das denn hier? Naja, du hast auf jeden Fall an Heiligabend hier noch ein gratis Geduldsspiel mit dabei. Ja! So, und hier haben wir auch mal eine vernünftig lange Kette. Genau, also, die Kettenglieder gefallen mir sehr gut. Das sieht auch sehr schön aus, so ein bisschen geswirlt und auch ein bisschen glänzend. Der Anhänger ist nicht ganz so meine Welt. Da hatten wir ja auch eben schon was von, einzelne Anhänger, die wir dann ja auch an irgendwelche der Kreolen dran machen können. Und die Länge der Kette gefällt mir auch. Die kannst du hier auch variieren. Die hat hier verschiedene Einstellungsstufen, positiv, definitiv, ne? Und die ist auch relativ in Ordnung, ist so mittellang und ob das jetzt eine mega geile Nummer 24 ist, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, was das für einen Wert hat, ist auf jeden Fall okay, aber haut mich nicht vom Hocker. Was soll ich sagen, also der ist eigentlich relativ gut gestartet, bis wir dann tatsächlich so bei der Nummer 6 angekommen sind und da fing es dann so langsam an, dass ich mich wirklich auch geärgert habe, um ehrlich zu sein, weil hier doch teilweise Produkte drin sind, die einfach in den 170 Euro Adventskalender nicht reingehören. Ich finde, auch wenn wir hier sehr wahrscheinlich einen guten Schmuckwert auch drin haben werden, sollte eine Firma nicht vergessen, dass eine Person diesen Adventskalender auspackt, die für 170 Euro diesen Adventskalender gekauft hat oder ihn halt sich, wie auch immer, hat schenken lassen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hat jemand für diese 170 Euro gearbeitet. Und dann ist es eine bodenlose Frechheit, wenn man halt in zwei Kläppchen Scrunchies drin hat, wenn man da so eine Haarklammer drin hat, wenn man in 1, 2, 3, 4 von den Kläppchen, die wir hier haben, diese komischen Zusatzviecher für die Kreolen und so hat, plus zweimal für Armband und Kette nochmal so ein Anhänger. Nee, finde ich nicht in Ordnung. Also da sollte vielleicht Lua Meier sich mal anschauen, wie andere Hersteller das machen und dass sie das durchaus sympathischer gestaltet haben. Ich bin da ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich nicht gut. Ne? Schreibt aber auch gerne mal, wie ihr das so seht. Ich bin tatsächlich nicht so geflasht von diesem Adventskalender, wie ich es gehofft hatte, weil ich dachte, Mensch, guck mal, ist eine andere Marke, ist mal was anderes und so. Ja, wir haben hier auch vom Stil her mal was anderes unter anderem mit dabei. Aber ich finde das auch sehr schade, dass das sehr kurze Ketten sind, sehr enge Ohrviecher, sehr enge Armbänder. Und so, und das alles in Summe finde ich halt irgendwie einfach abschreckend, ne? Und dann tut es mir halt einfach leid für die Leute, die den Adventskalender im Advent auspacken und die da halt, keine Ahnung, vielleicht nur die Hälfte davon gebrauchen können, ne? Das ist wirklich schade. Ja, aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht und also ich weiß, dass die Firmen sich auch ab und an solche Videos mal angucken, um dann fürs nächste Jahr schon mal so ein bisschen Inspiration zu sammeln. Und schreibt gerne eure Wünsche in die Kommentare. Ich glaube, das ist ganz gut, dass Lua Meier dann auch weiß, was man gegebenenfalls fürs nächste Jahr besser machen könnte. Ich habe meine Punkte genannt und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.